Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play The Elder Scrolls 3 Morrowind, wo wir uns nach wie vor auf der Pilgerreise der sieben Gnaden befinden und jetzt auf der Suche nach dem vierten Schrein sind, tief im Rätselkanal unter Vivek verborgen. Ich meine, dass es hier tatsächlich einen Trick gibt. Um weiterzukommen. Sehen wir uns erstmal die einzelnen Ebenen an. Wobei ich schon denke, dass wir wahrscheinlich... Da geht's ins Zentrum. Okay, auf Ebene 3 geht's ins Zentrum, merken wir uns. Jetzt muss ich aber nochmal mir Ebene 4 ansehen. Okay, hier scheint es keine Ratte zu geben. Doch, da. Einfach so der Vollständigkeit halber, wisst ihr? So, Zentrum. Zentrum klingt gut. Oh, das sieht auch interessant aus da. So, sollten wir hier nicht einen Dremora-Fürsten treffen? Ich speichere mal ab. Atme das Wasser seines Ruhmes und der Weg wird sich dir eröffnen. Ja, genau. Genau, als allererstes gehen wir nochmal unsere Schwimm heute. Einfach, weil ich es kann. Und wir gerade wieder so ein bisschen Mana haben. Änderung 24, naja. Aber so ganz spontan würde ich zumindest mal behaupten, das wird langsam. So, atme das Wasser. Wie atmet man Wasser? Natürlich auf eine ganz blöde Art. Einmal speichern zur Vorsicht. Falls ich mich täuschen sollte und das tatsächlich nur an ganz bestimmten Orten gelingt. Wir müssen jetzt nämlich hier quasi unseren Glauben demonstrieren, indem wir das Wasser dieses heiligen Ortes atmen, quasi ertrinken. Und das dauert dann auf höheren Stufen natürlich noch um einiges länger als auf den niedrigen Stufen, auf denen man vielleicht hier teilweise herkommt. Das sieht so furchtbar aus. Dieses Outfit sieht so dermaßen furchtbar aus. Ich bin so froh, dass das Spiel normalerweise in der Ego-Perspektive stattfindet. Deswegen ist es auch der Rätselkanal. Man muss halt auf diese Lösung erstmal kommen, ne? Jetzt ist der Weg nämlich eröffnet hier, der vorher zu war. Und da steht dann auch der Dremora, von dem die Rede war. Der kratzt. Hi. Seid ihr auf Pilgerfahrt hier? Ich vermute, euer silbernes Langschwert ist für mich. Wie ihr seht, ich bin unbewaffnet. Aber ihr seid tapfer und galant. Gebt mir eure Langschwerte, dass ich gegen euch eine Chance habe. Ja, ja. Ja, ich nehme dieses Schwert an. Habt Dank, Hayo, ihr habt Anstand.
Ihr solltet die Inschrift auf dem Schrein lesen, um eure Pilgerreise zu vollenden. Die Gnade der Ritterlichkeit. Habt Dank für eure Ritterlichkeit, Fürst Vivek. Ich werde nie verletzende oder unhöfliche Worte sprechen, sondern selbst meinen Feinden Respekt bringen. Denn nur gemäßigte Worte können Wut besänftigen. Ja, nee, ist klar. Natürlich werde ich das. Ja, ist... Ja, ich... Meister. So. Wasseratmung. Aha. Ist ja cool. Das heißt, können jetzt nicht mehr ertrinken hier. Wie kommen wir wieder raus da lang? So. Das war der Schrein. Ich kann euch aber ehrlich gesagt nicht sagen, ob ich in der Lage gewesen wäre, dieses Rätsel jetzt so schnell zu lösen, wenn ich die Antwort nicht schon im Vorfeld gewusst hätte. Ja, das kann da so hin, das kann da... Das kann ich nicht mehr größer ziehen, das ist ja doof. Das ist ja doof, aber dann könnten wir theoretisch... das hier so ziehen. Ja, wenn wir im Menü sind, müssen wir ja hier die Karte und das alles gar nicht so wirklich sehen können, oder? Das lässt sich auch nicht mehr weiterziehen, okay. Aber den kann man noch etwas größer ziehen. Tja. Okay, gut. Pilgerreise. Der fünfte Schrein. Die Maske des Vivek, der Schrein der Gerechtigkeit. Nahe dem Altar ist Viveks Aschenmaske. In den Tagen des Feuers, als Dagoth Ur zuerst in den Roten Berg zurückschlich und ihn erweckte, leitete Vivek Flüchtlinge hierher, die vor der Asche und der Pest flohen. Erschöpft rasteten sie hier eine Weile. Als Vivek erwachte, fand er sich und seine Anhänger von wolkengrauer Asche umhüllt. Er starrt wie eine schlafende Statue und unfähig, sich zu befreien oder seinen Leuten zu helfen, war Vivek verzweifelt. Viveks Tränen schwächten die Asche und er konnte sich befreien. Er riss die Asche von seinen sterbenden Anhängern, blies das Leben in ihre Lungen und heilte sie von der Pest. Das ist Viveks Heldenmut. Sein weiches Herz liefert Stärke, wenn seine Kraft versagt. Der Schrein der Gerechtigkeit wird in Gnisis Tempel bewacht, in dem Dorf Gnisis, nordwestlich auf der Straße von der Stadt Altrun. Wenn ihr zum Schrein sprecht, ist es üblich, einen Trank zur Heilung gewöhnlicher Krankheiten niederzulegen, als ein Zeichen eurer Achtung der Gerechtigkeit. Passende Tränke können vom Tempel gekauft werden. Selbstgemachte Tränke sind nicht akzeptabel. Okay, dann weiß ich aber auch die restlichen beiden Schreine. Gut, nee, nach Norden. Dann jetzt auf nach Gnisis. Nehmen wir am besten den Schlickschreiter. Ich vermute mal ganz stark, dass der Ghostgate-Schrein das Finale der Pilgerreise sein wird. Denn Ghostgate ist ja die Pforte zum Roten Berg. Da, wo der Teufel und seine Dämonen residieren. Müsst ihr euch das so vorstellen, in der Mitte von Morrowind, also, beziehungsweise von Vardenfell, ist ja nicht das ganze Morrowind her, ist ja nur die Insel Vardenfell, um die es im Spiel Morrowind geht, auch lustig. Müsst ihr euch das so vorstellen, in der Mitte ist dieser Vulkan. Und um den Vulkan herum ist so eine magische Kuppel, wie in Gothic. Und der einzige Weg,
in diese Kuppel hinein oder auch aus dieser Kuppel heraus. Das ist das sogenannte Ghost Gate oder Geisterpforte, wie es in der deutschen Version heißt. Obwohl ich finde, dass Ghost Gate viel cooler klingt. Und da müssen wir hin. Da müssen wir durch. Warum gehen, wenn ihr auch reiten könnt? Für den letzten Schrein. Aber vorher geht's nach Nises. Dann können wir theoretisch auch gleich... da unten bist du. Wo wollt ihr hin? Zur Kaiserlichen Legion. Wobei ich befürchte, dass wir nicht in der Lage sein werden, die Rüstung zu schleppen. Wir werden eine Rüstung kriegen, die wir anlegen müssen, wenn wir Kaiserliche Legionssachen machen wollen. Also vielleicht doch keine gute Idee, da vorbeizuschauen. Also zumindest bei der Legion nicht. Hi. Na? Ich schau dir in die Augen, Kleines. So. Wir bieten euch einen besonderen Ausflug zum gleichen niedrigen Preis an. Ich glaube tatsächlich in... Okay, wir können nicht mehr fliegen. Flossen. Segnung des Rätselkanals. Was war denn das? Das da hinten ist wahrscheinlich die Kaiserliche Legion. Ach, wobei, komm, wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir zumindest die Quest an. Wir müssen dann halt nur gucken, was wir mit der Rüstung machen, ne? Die müssen wir irgendwo deponieren und uns dann immer wiederholen. Wenn wir sie dann brauchen. Und wir müssen halt unser Inventar leer räumen, ne? Und das bedeutet, es wäre echt hilfreich, wenn wir ein Haus hätten, wo wir diese Sachen deponieren können. Aber sowas zu kaufen, ich habe keine Ahnung, ob es in Oblivion geht. Ich weiß, dass es in Skyrim geht. In Morrowind wird es, glaube ich, schwierig. Hi. Gerüchte in der Gegend? Es ist das Gesetz von Morrowind. Sklaverei ist legal. Das Kaiserreich mag das nicht. Doch der Kaiser hat den Waffenstillstandsvertrag unterzeichnet, der den Dunmern erlaubt, ihre alten Gesetze und Bräuche zu behalten. Heute gibt es eine Anti-Sklaverei-Bewegung, die sagt, dass das Gesetz geändert werden müsse. Sklaverei sei falsch. Ich sage nicht, dass ich dem prinzipiell widerspreche, doch so will es das Gesetz. Okay. Darius-Festung, wo ist denn der gute Darius? Das ist eine Ork-Festung hier, oder? Ihr seid alle Orks. Möchte ich einer Ork-Legion beitreten? Ich weiß nicht, ich habe ehrlich gesagt immer noch schon ein paar Vorurteile gegen Orks. Das kann natürlich auch die Tatsache, dass das hier überall Orks... Das ist nicht der Tempel, den wir suchen. Die Tatsache, dass das überall Orks sind hier, hat vielleicht auch damit zu tun, dass die Festung nicht voll besetzt ist. Wo ist denn General Darius? Im Mardach-Handelshaus. Okay. Danke. Hätte ich vielleicht vorlesen sollen. Tut mir leid. So, das Mardach-Handelshaus. Wo ist denn das Mardach? Stehst denn du hier einfach vor der Tür rum? Geht weiter. Du stehst einfach nur so. Ich glaube, Genesis war auch der Ort... Ja, ich habe ihn schon gesehen. Ich wollte nur was kontrollieren, das machen wir jetzt nicht, das machen wir...
obwohl, ach kommt. Wollen wir nicht so sein, ja, ein auch eine der etwas bekannteren Quests. Hi. Heinab hat meine Hosen gestohlen. Okay. Während ich einen Bad nahm, stahl Heinab Lamamsi meine Hosen. Vielleicht könnt ihr mit ihm reden und mir meine Hosen zurückbringen. Okay, wir erstmal Heinab Lamamsi finden. Hier oben ist eben einer rumgelaufen, vielleicht ist er das ja schon. Jetzt suchen wir ja also irgendwo einen. Ich vermute mal, es ist ein Dunmer. Weil der hat so einen Aschländer-Namen, ne? Das ist halt. Ja? Ich möchte mit dir reden, Brunn. Freundchen, so geht das natürlich nicht. Es ist schon sehr lange her, dass mich ein Kaiservolk in Alch, dass mir ein Kaiservolk in solch einem grandiosen Aufzug begegnet ist. Erstmal möchte ich dich ein bisschen bewundern, du bist echt klasse. Ja, einfach so anderen Leuten die Hosen klauen, das ist wow, super. Ja, und die Art und Weise, wie du deine Augen schließt und mich gar nicht anguckst, während ich mit dir rede, ich bin begeistert. Ich bin, also ich glaube, da ist wirklich eine Connection zwischen uns beiden. Jetzt will ich es wieder genau wissen hier, ne? Von wegen auf 100. Wenn ich ihn schon überreden muss, dann will ich ihn auch richtig überreden. Ihr kennt mich ja inzwischen. So ein bisschen mehr Ortgewandtheit schadet ja auch nicht. Dann könnten wir uns nämlich auch mal einen Charisma-Bonus holen. So, da sind wir. Heinab Lamamsi, guter Freund. Ich habe gehört, du hast jemandes Hosen geklaut. Warum sagt ihr es nicht gleich, dass die Hosen euch so wichtig sind? Hier, nehmt sie. Sollte ja nur ein Witz sein. Ja, das ließ sich doch jetzt relativ chillig hier lösen, diese Situation. Ihr habt meine Hosen wieder? Ich wünschte, ich könnte mich so gegen Heinab zur Wehr setzen, wie ihr das getan habt. Viel habe ich nicht, was ich euch geben könnte, nur ein wenig Häcksel. Hier, nehmt es. Danke, dass ihr meine Hosen zurückgebracht habt. Ja, und jetzt reden wir bitte niemals wieder darüber. So, ich suche dieses Handelshaus. Das ist die Kaserne. Das sieht schon etwas größer aus hier. Maras Handelshaus, wunderbar. Und wir gleich mal nach dem guten General Darius suchen. Wirt. Willkommen, Rio. Ich bin Fenas Madak. Ihr seid hier im Dorf Gnisis. Wenn ihr ein Pilger seid, so sucht ihr wahrscheinlich die Maske des Vivek im Gnisis-Tempel. Aber auch andernfalls kann ich euch helfen, zu finden, was ihr sucht. Die Aschenmaske des Vivek ist ein heiliges Relikt, das im Schrein des Gnisis-Tempels zu sehen ist. Pilger aus ganz Morrowind reisen dorthin, um dieses heilige Artefakt anzuschauen. Der Gnisis-Tempel ist der einzige Schrein in Gnisis. Pilger besuchen den Tempel, um vor der Maske des Vivek, einer heiligen Reliquie, zu beten. Der Tempel unterhält eine kleine Herberge für Pilger und Reisende und stellt die anderen Dienste zur Verfügung, die in jedem kleineren Schrein gängig sind. Gut. Gnisis selber, erzähl mir mal was über das Dorf hier. Gnisis, ein kleines Bauerndorf am Uadasamsee mit einer florierenden Eiermine, liegt an der Handelsstraße nach Altruhn, hat einen Schlickschreiter-Fährdienst und Händler kommen oft hier durch. In diesem abgelegenen Handelsposten gibt es auch einen Markt, den Gnisis-Tempel und ein Handelshaus, das Madach-Handelshaus. In Gnisis gibt es auch eine Garnison der Totenkopf-Legion und Pilger kommen, um die Maske des Vivek im Gnisis-Tempel zu sehen. Gerüchte hier in der Gegend? Belsa Adaram sagte, sie hörte, wie sich eine Bande von Schmugglern über einen Lieferungsübergabepunkt in einer Höhle unterhielt, die sich an der Küste in der Westspalte befindet. Alles, was sie verstehen konnte, war, dass es sich um einen Ort
Alter! Sprechen und so, ne? Ich fange einfach nochmal von vorne los. Alles, was sie verstehen könnte, war, dass es sich um einen Ort nördlich der Koalhöhle und des Flusses Odai handelt und dass sich in der Nähe eine natürliche Brücke aus Steinen befindet, die sich in einem Bogen über dem Wasser erstreckt. Der Fluss Odai, der fließt auch durch Balmorra. So langsam kriege ich die Geografie hier zusammen, glaube ich. Eine Legende vielleicht noch für mich? Aschländer sind nomadische Dunmer-Barbaren aus dem Ödland von Morrowind. Sie leben in Lagern aus kleinen Hütten, hüten Guar und jagen Wildtiere. Und ein Ratschlag noch? Kaufleute kennen ihr eigenes Inventar weitaus besser als ihr. Versucht niemals, ihnen etwas zum Kauf aufzuschwatzen, das ihr ihnen vorher gestohlen habt. Kannst du mir noch ein Geheimnis verraten? Dedra? Ihr wisst, was das sind, ja? Nun, dedrische Schreine sind dort, wo Dedra-Kulte Dedra verehren. Die finsteren Gestalten, die die heimtückischen Dedra beschwören, bleibt ihnen fern. Warum? Weil Dedra garstig sind. Und die Leute, die sie anbeten, sind noch viel garstiger. Du erwähntest finstere Gestalten. Wenn die von euch gesuchten finsteren Gestalten Kamonatong sind und sie sich in Balmorra aufhalten, so findet ihr sie in der Ratstaverne, der Rest ist unwichtig. Ich suche General Darius. Er ist hier. Versucht es in seinem Konto auf der unteren Ebene. Danke. Hi, du bist ein Sklave. Ich glaube, die Schankfrau hat mich angesehen. Wie kann ich ihr nur klar machen, dass ich kein Interesse habe? Ach so, er war das. Dann können wir auch noch diese restlichen Sklaven befreien, ne? Hi, Süßer. Jetzt sind wir ganz unter uns. So, du bist bestimmt General Darius hier. Schon wieder. Guten Tag. Seid ihr gekommen, weil ihr der kaiserlichen Legion beitreten wollt? Was sind denn eure Anforderungen überhaupt? Die Legion wählt nach Konstitution, der Tugend des Soldaten, und Charisma, der Tugend des Bürgers aus. Da der Dienst in der Legion das Vorbild ist für die Aufgaben des Kaiservolkes. Als Soldat oder Ritter müsst ihr Langwaffe, Speer und die stumpfen Waffen beherrschen. Ihr müsst so viele Schläge blocken, wie ihr könnt, und die anderen durch die schwere Rüstung abwehren. Rekruten müssen auch athletisch sein, um auf dem Schlachtfeld ausweichen, manövrieren und anstürmen zu können. Okay. Klingt nach meinem Metier. Sohn, ihr habt das, was die kaiserliche Legion brauchen kann. Möchtet ihr beitreten? Oder möchtet ihr hören, worum es bei uns geht? Erzähl mir erstmal was von der Legion. Eure Aufgaben verpflichten euch gegenüber dem Kaiserreich und den befehlshabenden Offizieren. In dieser Reihenfolge. Seid ehrenhaft und ehrt das Gesetz. Für den gewöhnlichen Bürger repräsentiert ihr das Kaiserreich. Respektiert die kaiserliche Legion. Andere Mitglieder zu bestehlen oder zu bekämpfen bedeutet Verrat zu üben. Wenn ihr diese Regeln verletzt, müsst ihr mit eurem Rekrutierungsoffizier, also mit mir, reden, um euer Ansehen zu retten. Schwört ihr, euch an all das zu halten? Okay. Die kaiserliche Legion hat euch befördert. Ihr seid nun Rekrut. Willkommen, Ryu. Ihr werdet in Uniform bleiben müssen, also nehmt diesen Kettenkürass. Ihr tragt in Anwesenheit der höherrangigen Mitglieder besser einen Legionskürass. Holt euch eure Befehle von mir und anderen Rittern. Eure Beförderung wird schnell erfolgen, wenn ihr die Anforderungen erfüllt. Beförderung? Ihr könnt mit den Besten von ihnen kämpfen, doch ihr scheint nicht zu verstehen, wie man Befehle befolgt. So, die Anforderungen hatten wir ja schon, ne? Gut. Was sind denn meine Befehle? Ja. Lasst uns sehen, ob ihr unserer Sache hier in Morrowind wirklich treu ergeben seid. Es gibt eine kleine Meinungsverschiedenheit über eine Besitzurkunde hier in Gnisis. Ich möchte, dass ihr euch darum kümmert. Mansilamat Vabdas ist kürzlich in der Eiermine gestorben.
Er hinterlässt seiner Frau ein Stück Land, das wir für einen weiteren Hafen gebrauchen könnten. Versucht, mit der Witwe Wabdas zu reden und die Urkunde für ihr Land zu bekommen. Lasst ein Nein nicht als Antwort gelten. Bringt mir diese Besitzurkunde. Die Eiermine. Sie ist oben auf dem Hügel an der Ostseite der Stadt. Seid dort vorsichtig. Die Quamar-Königin ist pestkrank. Sie lassen nur Minenarbeiter hinein. Und wo finde ich die Witwe? Ihr Land ist perfekt für unsere Expansionspläne hier. Und wo finde ich die Witwe? Oh, wir können sogar noch laufen. Das heißt, der ist gar nicht so schwer. Hier die... Der kaiserliche Kettenharnisch. Rüstungswert 12. Ja, der Kürass der dunklen Bruderschaft hat 57. Das hat aber auch viel damit zu tun, dass wir leichte Rüstung 57 haben und schwere... Oh, schwere Rüstung haben wir auch 40. Okay. Wo ist eure Uniform? Okay, dann ist der Kürass einfach nur scheiße. Die ist in meinem Inventar. Die ziehe ich an, wenn ich sie wirklich brauche. So, vielleicht kann uns der Wirt ja noch sagen, wo wir die Witwe finden. Sie lebt in ihrer Hütte, kurz vor dem Dorf, Richtung Westen, am Fluss entlang. Ihr Gatte ist vor kurzem in der Eiermine umgekommen. Es ist eine Schande. Okay, danke. Ich glaube, die Schankfrau hat... Bevor wir uns darum kümmern, gehen wir aber erstmal zum Tempel. Der muss ja hier auch irgendwo sein. Unsere Pilgerreise weitermachen, ne? Das. Ach, ist das jetzt vielleicht sogar schon der Tempel? Ja, das sieht doch sehr nach Tempel aus. Guten Tag, ich soll hier pilgern. Guten Tag, ich soll hier pilgern. Oh Gott, hast du einen komplizierten Namen, mit dir rede ich nicht. Pilgern? Muss ich ganz nach unten oder ganz nach oben? Ich muss nach oben, wa? Hi! Ich suche, kann man 7 Gnaden? Kann man da? Nein. Maske des Vivek. Ja. Der hat mir auch nichts Neues zu sagen. Ist ein bisschen, naja. Ich find's auch alleine. Dankeschön. Weder Schwäche. Hier und da ist doch was, oder? Da ist die Aschenmaske. Was ist los? Da muss der Schreiner hier ganz in der Nähe sein, oder? Werter Ordinator? Geht weiter. Ich speichere mal ab, ich habe Angst. Okay. Ach, hier ist der Schrein. Entschuldigung. Die Gnade der Gerechtigkeit. Habt Dank für eure Gerechtigkeit, Fürst Vivek. Ich werde niemals grausam oder willkürlich handeln, denn nur Gerechtigkeit bringt unserem Volk Liebe, Vertrauen und Respekt. Was haben wir da für einen Bonus für gekriegt? Überhaupt gar keinen. Nett. Na gut, ist egal. Ich werde jetzt noch nicht nachgucken, was uns als nächstes erwartet. Ich weiß es ehrlich gesagt auch schon. Weil es gibt nur noch 2 Schreine und ich weiß, welche das sind. Aber wir werden das natürlich dann noch lesen. Vorher suche ich nur diese Witwe. Die soll... westlich der Stadt in ihrem Haus leben. Dann gucken wir nochmal. Hier muss ja dann irgendwo ein Haus in der Nähe sein, ne? Das müssen wir ja nur finden. Und wir wissen,
es eine Sache gibt, die man in Morrowind besonders gut kann, dann ist es irgendwelche Sachen zu nehmen. Okay, was mir jetzt gerade auffällt, ist, dass wir hier eine natürliche Steinbrücke haben. Und da drüben eine Höhle, guckt mal. Sind das die Schmuggler, von denen wir gehört haben? Oh, da ist noch einer. Das sind tatsächlich mehrere Steinbrücken. Da ist noch eine. Ich werde auch das Gefühl nicht los, dass ich eventuell falsch laufe, was das Haus dieser Witwe angeht. Frech. Ashinabe. Ach, wisst ihr was? Ich glaube, in der nächsten Folge werden wir wieder einen kleinen Dungeon machen. Ein bisschen Abwechslung hier bei der Pilgerfahrt. Und dann suchen wir die Witwe und sehen zu, dass wir diese Besitzurkunde organisieren können. Aber wie gesagt, das machen wir alles ganz in Ruhe dann in der nächsten Folge von Morrowind. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann.